Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth, der nachtgeborene Krieger. Wir sind am Brückenhalten. Ja, nicht so wie Atlas, ne? Wir müssen sie nicht hochhalten, sondern wir sollen einfach nur alles an Qualdir töten, was uns hier vor die Flinte kommt. Bringt das überhaupt was? Was macht denn das überhaupt? Das war's schon? Okay. Ja, letzte Episode haben wir ein bisschen schwieriges Thema gehabt, muss man so sagen. Aber sowas will ich nicht so häufig bringen. Ich finde das so ab und zu mal ist es okay, wenn es mir halt auch gerade wichtig ist. Ne? Ich finde auch einfach, wenn mir persönlich Themen wichtig sind, dann möchte ich sie natürlich auch gerne ansprechen. Und ja, deshalb, ich versuche eigentlich in der Regel nicht so politisch zu werden, ja? Weil ich finde, das ist mehr oder minder eine Unterhaltungssendung, in Anführungszeichen. Ich will niemanden erziehen oder niemanden von meiner Meinung überzeugen oder so. Ich möchte manchmal geht es mir einfach nur im Kopf rum und dann möchte ich es einfach nur ja, rauslassen. Ne? Also, das ist alles, prinzipiell. Ne? Ich bin auch nicht politisch links, ich sehe mich zumindest selbst nicht politisch links, sondern sehe mich persönlich eher politisch mittig angesiedelt. Also ich finde, politisch Mitte ist ein ganz guter Punkt, an dem man stehen kann. Sag mal, stirbt er auch mal oder hat er keinen Bock drauf? Sterben ist für andere. I must get closer. So. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was hier passiert. Wir stunnen einfach mal rein. Der hat aber auch ganz gut Life, oder? So, wir stunnen ihn einfach immer, wenn geht. Und dann nochmal den hier. Der hält aber gut aus, der Penner. Ich glaub's hackt. Übrigens, die Manga-App kann ich euch immer noch empfehlen, von Shueisha. Auch wenn ich sagen muss, einige Releases sind nicht simultan mit Japan. Aber das ist auch okay. Ne? Oder ist das Osomat? Da ist Osomat! Hi, Kollege! Wie geht's, Mann? Lange nicht gesehen. Cool. Hab ich ganz vergessen, dass er hier drin ist auch. Also ich wusste, dass er in der Zone irgendwo kommt, aber ich wusste nicht, dass er hier kommt. Cooles Viech, cooles Charakter-Model. Sehr cooles Design. Ah ja, der hat jetzt einfach den aufgefressen. Hat uns ein bisschen Zeit gespart, glaube ich. Und die ganzen Gesichtslosen, die hier über die Brücke schwimmen, um den Nager zu helfen, ist auch ganz cool. Ne? Visionen von Vashirs Vergangenheit haben wir abgeschlossen. Und damit können wir zurück nach Esnas Legionsrest. Stygian Bounty gibt es irgendwie zweimal. Wo ist denn das? Ist das da oben? Sein. Ist durchaus möglich, dass da oben jetzt der Flugpunkt freigeschaltet ist. Ich weiß es nicht. Bin mir da echt nicht so sicher. Wie gesagt, es ist wirklich einfach Ewigkeiten her, dass ich gequestet habe. Ich finde es immer noch. Ich kann es einfach immer wieder sagen, es ist mega cool. Ich mag's. Es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall und es ist sehr, sehr schön designt insgesamt. Und es ist einfach was anderes. A breath of fresh air. Jump. Nach oben sollen wir, ne? Oben auf der Stygian Bounty. Ah ja, auf dem Schippchen oben. Und da sind jetzt auch die Flugpunkte. Da ist, glaube ich, einmal ein Flugpunkt für, ja, das Seepferdchen. Und einmal ein Flugpunkt fürs normale Fliegen. Mit dem wir dann letztendlich wieder uns abmachen können. So. Da ist ein Nasgrim, ich will aber erstmal den Flugpunkt holen. Den habe ich sogar wirklich noch nicht. Ah ja, da im Norden ist noch einer. Interessant. Sandy Beach, klar. Warum habe ich den nicht geholt? Oh, den hätte ich einfach benutzen können. Hätte direkt hochfloaten können wahrscheinlich. Nasgrim!
Ei, ei. Frosch im Hals. Ganz schlimm. Im westlichen Erdschrein in Orgrimmar. Wie zum Fick soll ich denn nach Orgrimmar kommen? Kann mich jemand nach Orgrimmar fahren? Das wäre nett. Gibt es hier irgendjemanden, mit dem man reden kann? Sehe ich gerade auf jeden Fall nicht. The Vern. Hey. Was soll denn das, Mann? Der hat das zugemacht. Das ist nicht nett. Boah. Ich muss erstmal was trinken jetzt. Guter, hohes C, roter Multivitaminsaft. Ich mag den roten unheimlich gerne. Ich weiß nicht, diese Saftmischung ist einfach super. Was ist denn da überhaupt alles drin? Weintrauben, glaube ich. Apfel, Traube, Holunderbeere, Aronia-Beere, Acerola-Kirsche, auch Schwarz-Johannisbeere und Sauerkirsche und Zitrone. Ja, nicht schlecht. Ne? Eine gute Mischung. Mag ich ganz gerne. Und wir sind jetzt in den abysischen Tiefen. Okay, warum kriege ich jetzt hier keine Luft mehr eigentlich? Das gehört doch auch noch zu Bashir. Ich habe doch eigentlich den Dings. Ich kann auch gar nicht runtergucken. Das ist nervig, dass mir die... Witzigerweise werde ich trotzdem mitgezogen von dem Ding. We're approaching the cavern, Captain. Ja, er hätte mich mal reingelassen, ihr Arschkrampen. Fenster ist auch zu. Huch. Was war denn das jetzt? Ha, witzig. Was ist mit diesem Fenster los? Huch. Okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder eingeloggt bin. Ja, da sind wir wieder. Was auch immer das jetzt gewesen ist, insgesamt. Warum ist das Ding jetzt unter Wasser, verdammt? Ich glaube, hier hat einfach Ewigkeiten keiner mehr gequestet. Und deshalb sind diese ganzen Bugs einfach nie aufgefallen. Kann ich mir gut vorstellen. Und da hinten ist nochmal ein Seepferdchen. Hallo Seepferdchen. Das würde mich aber trotzdem gerne mal interessieren. Jetzt würde mich mal trotzdem gerne interessieren, was hier los ist. Okay, die Tür ist zu. Und das Ding ist unter Wasser. Da ist eine Lampe. Ist aber schon doof, ein U-Boot zu haben ohne Sichtfeld, oder? Ich würde das reklamieren. Glaube ich. Ja, richtig schön. Therapienöl. Richtig schön. Es ist wirklich wie eine komplett eigene Welt. Klasse. Hier möchte man auch einfach nur erkunden. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ein sehr, sehr schönes Gebiet. Es ist einfach traurig, dass die Leute das nicht so zu schätzen wissen. Wirklich schade. Man, guckt euch das doch mal an, wie hübsch das Ding ist. ZBrush-Therapien. Jo, komm. Allianz-Scout. Dann drehen wir uns doch mal im Kreis. Holla die Waldfee. Hui.
Irgendwas macht Schaden und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, die Haie hier sind übel. Die Haie sind, glaube ich, der Hai-Ich. Ha! Vielleicht auch High-Level. Ich weiß es nicht so genau. Auf einmal macht mir alles ganz gut Schaden. Secure Seabird. Jetzt muss ich nur noch welche von denen töten. Also ich muss ja jetzt erstmal hier an den I cannot use that item yet. Hammerhead Oil. It is Flint Hammerhead! Hey Bagger, Huhn Bagger, was auch immer Bagger. That item is still Vergessen, recharging. wie es heißt. Ich habe ewig kein Flint Hammerhead mehr geguckt. Das ist eigentlich eine ziemlich super Serie gewesen. Flint It Hammerhead. is not ready yet. Kann ich nur empfehlen, wenn man den noch nicht gesehen hat. Als Alter! Was war das denn für ein fucking Schaden? Der Seeslam macht 2000 Schaden! Alter, ist das krass! 2000! Ne, wenn man nur 9000 Life hat? Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Mit 815 übrigens kommen die neuen Erbstück-Aufwertungen für 120. Waren erst auf, ich glaube, 15.000 für normal und 22.000 oder 25.000 für Waffen angesetzt. Also für Rüstung 15 und für Waffen 22.000. Aber das hat sich wohl im letzten PTR-Build laut Patch Notes geändert. Da haben sie es wohl runtergesetzt jetzt auf, ich glaube, 7,5 oder so. Also sie haben alle Erbstücke runtergesetzt, alle Upgrades, die da eben gekauft werden mussten, sind in der Regel um 50% reduziert jetzt mit dem Patch, sobald der kommt. Von daher, wenn ihr noch irgendwas habt an Erbstücken, die ihr aufwerten wollt, wartet damit einfach, bis der nächste Patch kommt. Das lohnt sich. Na, spart man schon mal ordentlich Geld. So, wo kriege ich jetzt eigentlich Remoraöl her? Ist ein Aal? Kriege ich Remoraöl denn her? Müsste aber auch hier irgendwo sein. Eine gute Frage. Eine gute Frage ist eine gute Frage ist eine gute Frage. Ja? Also wie Lage. Da ist der Allianz-Scout. Überfragt ehrlich gesagt. Was sind denn Remoras? Was sind das für Viecher? Kann ich nicht mal eine Beschreibung kriegen, wie die aussehen? Das ist aber auch witzig, ne? Also man kriegt hier so, töte Remoras. Und du so, okay. Und alle so, ja, jeder weiß doch, wie so ein Viech aussieht, so ein Remora. Jeder. Ja. Jeder. Sie erwarten halt auch einfach, dass man als gebildeter Horde-Champion natürlich jede einzelne Spezies auf Azeroth kennt. Auch welche, die noch komplett unbekannt waren. Ja, bis vor sehr kurzem. Ja. Das tut man auch so als Champion von der Horde, als Sprecher der Horde. Wie man ja mittlerweile im letzten Addon ist. Ist das vielleicht ein Hai? Nee, Remora ist auf jeden Fall kein Hai. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist mehr, als ich vorher wusste. Oder, na gut, den habe ich mir das auch schon gedacht. Sea Cucumber. Ist ein Rochen. Cool. Kleines Rochen. Was ist denn da hinten los? Das sieht aus wie eine Fabrik unter Wasser. Na? Huch! Tentakel! Krass. Tentakel, die an Will High. Schön. Da ist ein Remora. Jemmer, ein Remora. Komm bei Fuß, Kollege. Wir wirbeln mal ein bisschen zusammen. Wir wirbeln die ganze Nacht. Keine Ahnung. Ich bin kein Fan von so einer Musik. Ich weiß nicht. Ich würde es auch ehrlich gesagt nicht Musik nennen, aber.
Ey, ich kann verstehen, dass Leute sowas hören. Okay, das war genug. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, aber es ist okay. Ich habe akzeptiert, dass andere Menschen andere Musikgeschmäcker haben. Auch wenn man sich manchmal fragt, ob man das wirklich Musik nennen kann. Von daher ist es okay. Es ist okay. Ich mag auch Rap nicht, aber das ist okay. Ja. Muss nicht jeder jede Musikrichtung mögen. Ne, Rappen ist für Deppen, um es mal mit Scary Movie zu sagen. Der Film war auch großartig. Ich hatte wieder Bock auf Scary Movie, würde mir gerade sagen. Ey, Rocktool, also wenn du das hier siehst, was hältst du davon, am Gildentreffen mal so einen Filmabend zu machen mit so bescheuerten, so wirklich behinderten Filmen wie Scary Movie, Dracula tot aber glücklich, Helden in Strumpfhosen oder so. Ich hab die alle, ich kann die alle mitbringen, ist kein Problem. Ja, können wir gerne machen. Laptop kann ich mitbringen, Beamer müssten wir halt nur organisieren für sowas und ein bisschen Soundanlage. Ah, das können wir ja gucken, ob die Location das vielleicht sogar hat. Also, ne? Na, Bock drauf habt. Sowas machen wir gerne. Da freuen sich bestimmt auch alle. Restlos alle. So. Ein Remora noch. Meine Güte, die Viecher sind ja richtig selten, sagt er und sieht direkt einen. Ja, Mann, so muss das. So muss das. Direkt einfach so ein fucking Remora gesehen. Die wissen alle, was abgeht. So. Jetzt werden wir noch ihr Öl uns aneignen und können zurück zu. Wie heißt denn der Dude? Keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Dunst, wie der Dude heißt. Ah, da ist noch einer. Ja, jetzt finde ich sie auf einmal alle. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Der Klassiker. Oh, der Höhleneingang ist da hinten. Muss man wissen. Oh, Quallen! Oh, Quallen, da hinten ist. Das ist Nespira, die man von da hinten noch sehen kann. Quallen! Sind das Anemonen? Sind irgendwelche anderen Viecher? Anemonen? Anemonen sind es nicht, ne? Die sehen anders aus ein bisschen. Schön eigentlich. Sehr, sehr schön. Ich hätte gerne. Ich würde aber gerne nach OG kommen. Einfach, schnell und kurz. Gibt's aber eigentlich nicht, ne? Kommt man gar nicht so einfach hin. Ah ja, das ist einfach ein nächstes. Das nächste Quest oder so, ne? Das nächste Questgebiet für Cataclysm, das wir uns da auswählen können. Fuel Sampling Station. Dann fangen wir mal an. Aha. Remora. Dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Hier, ich habe was gemacht. Far too smoky. Okay, Terrapinöl dürfen wir nicht mehr so viel reinmachen. Dann machen wir mal sowas. Mal gucken, was der gute Troll, würde sagen, Troll zu sagen hat. Ja, warum habe ich denn dieses fucking Therapienöl dann besorgt? Fick dich halt, Arschloch. Ja, weniger Remoraöl. Du Arschkrampe. Am Ende muss da nur Hammerhaiöl rein. Ja, ehrlich gesagt, hatte ich eigentlich fast schon erwartet. So, nächste Quest von Captain Blub Gedöns. Unsere Zeit ist aber langsam abgelaufen, von daher sehen wir uns in der nächsten Episode. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.